Seid gegrüßt und willkommen zur 68. Episode meiner Cities Skylines Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich weiß nicht, warum ich... Moment mal, die fahren hier so dran. Ne, der fährt vorbei und will dahin, anstatt... Ich überlege nämlich gerade hier, das auch noch zu verbinden. Hatte ich hier irgendwas vor? Ich weiß es mal wieder nicht. Aber ich kann mal wieder schauen, wie es hier läuft. Mehl hatten wir ja nie, glaube ich. Nee, hatten wir nicht. Aber Gesamtprofit 2600 sieht doch recht gut aus, finde ich. Aber Hauptsache, wir importieren nichts. Das ist, glaube ich, dann weniger gut, weil Ausgaben und so. Ja, Müll ist immer voll. Haben wir überhaupt kein Bearbeitungsding hier? Verarbeitungsding? Offensichtlich nicht. Doch, da. Wow. Recyclingzentrum. Aber nur zwei in Verwendung. Aber vielleicht reicht es ja, wenn es nebeneinander ist. Keine Ahnung. Oh, wir haben zwei. Okay. Nee, ich baue jetzt hier noch so eine Verbindung rein. Das ist irgendwie... Nee. Aber wir nehmen direkt hier diese... Straße hier. Da, da, da. Tada. Links, rechts. Und dann hier natürlich, wie immer, nur links. Und hier auch nur, hallo? Nur rechts. Links, rechts, geradeaus und rechts. Oh, hier ist noch so eine engere Straße. Oh, was passiert eigentlich, wenn ich das bei der Straße ändere? Das wird wahrscheinlich zurückgesetzt. Ja. Na gut. Oh, hier auch noch. So. Hä? Das hier habe ich doch aber meiner Meinung nach recht sicher geändert. Naja. Vielleicht durch die... Nee. Dann weiß ich es nicht. Was ist denn hier? Moment mal. Hier ist eine mehrspurige und hier ist wieder eine normale Straße. Hier scheint es ja zu auszureichen. Und hier wird es wieder... Oh, wieder was gefunden. Dann das so, das bleibt so. Das läuft hier, aber läuft es wirklich? Ah, okay. Hier sieht es ziemlich eng aus. Also, na, nicht ziemlich eng, aber schon rötlich. Na, hier ist auch wieder so eine geteilte Straße. Nochmal schauen. Ach, durch die Kreuzung wird es eng. Verstehe, verstehe. Die meisten wollen rechts rum und hier ist dann so und so und so. Ja, hier wäre es vielleicht sinnvoll, die Straße breiter zu haben. Dass sie nicht warten müssen, sondern durchfahren können. Und hier auch wieder. Was haben wir hier für eine Straße? Ja, hätte ich vielleicht beides direkt ändern sollen. Dann ist noch die Frage, lassen wir das hier so eng? Mal schauen. Okay, weil es hier so rötlich ist, also sehr befahren, ändern wir das. Okay, und hier auch wieder. Das lassen wir so. Das Doppelte brauchen wir hier wahrscheinlich nicht. Oh, das ist auch eine Industriestraße wieder. Die wollte ich ja eigentlich loswerden.
Wobei, die bleibt recht grün. Dann bleibt die so. Was können wir denn hier noch tun? Die Straße verbreitern natürlich. Brauchen wir die hier? Die ist sowieso schon grün. Hätte ich nur in diese Richtung machen müssen. Aber wer weiß, was noch passiert wäre. Da, da, da. Genau, das bleibt so. Moment, ist es... Ja, okay, ich sehe es. So und so. Ja. Und hier. So. Okay. Und das hier muss geändert werden, denke ich. Oh, wie viele Leute hier laufen. Schön. Oh, in alle Richtungen. Nein. Das so. Das so. Das bleibt. Das bleibt. Okay, das sieht wieder besser aus. Oh. Ja, die enge Straße wahrscheinlich. Wobei das ja nur für von da kommende das breiter macht. Naja. Wenn ihr da nicht durchkommt, ist es halt so. Was ist das denn hier? Bushaltestelle? Die Busse? Oder was macht ihr hier? Also die Autos meinte ich natürlich. Okay, jetzt wird es hier irgendwie voller. Oh, was ist hier? Fußgängerübergang. Breitere Straße. Wobei rechts rum? Ihr dürft nicht rechts rum, oder? Oder ich habe es wieder nicht ausgestellt. Oder es sind Anwohner. Das kann natürlich auch sein. Nö, hier dürfen die noch durch. Das mag ich nicht. Eventuell wird es dann auch besser, wenn ich das jetzt wegnehme. Die Erlaubnis, dass hier Autos fahren dürfen. Gut. Oh, ja, die Kreuzung. Wie es aussieht, dadurch, dass die Straße breiter ist, fahren die Autos jetzt lieber über diese Kreuzung. Ja, hier wäre ein Kreisverkehr ganz gut, denke ich. Oh, wobei hier ist ja auch schon einer. Was tue ich hier? Hier haben wir eine Ampel. Oh, geradeaus und Dings. Es sollte nicht geradeaus, theoretisch. So. Okay, das ist die einzige Verbindung dorthin. Von hier aus. Ich könnte das hier noch da hier. Die wollen ja schon hier so hin. Vielleicht auch hier. Ja, das war ja diese Verbindung, die ich jetzt weggenommen habe. Das hier ist eine Feuerwehr. Ja, die direkte Verbindung hier fehlt.
Himmelresidenz, ja, die wird es auch weggehen. Ach so, ja, dadurch, dass hier dieser Fußgängerweg ist. Wir verschieben mal das hier. Tada, ja, heult rum. Ja, so möchte ich das hier haben. Ohne Rechtsabbieger. Mal schauen, ob die jetzt diesen Weg hier annehmen. Oder muss ich das hier auch breiter machen? Nur in eine Richtung. Nur in eine Richtung. Das bleibt so. Nur eine Richtung. Nur eine Richtung. Das bleibt so. Okay. Mal schauen, wie nun die Kreuzung genutzt wird. Oh, verdammt. Aber hey, hier ist es schon weniger geworden. Ich muss das jetzt hier so verbinden, denke ich. Und natürlich dann auch verbreitern. Sonst ist das sinnlos, denke ich. So und das so. Das so. Das auch so. Das passt auch so. Genau. Huch, falsch gedrückt wieder. Na, hier staut es sich jetzt immer noch. Hier ist doch eine Ampel, oder? Ja. Aber die ganzen Fußgänger. Fahren denn schon mehr hier durch? Mal abwarten. Scheint jetzt weniger geworden zu sein, dadurch, dass die hier relativ zügig durch können. Weil hier sind halt durch die... Oh, es gehen da die Fußgänger hin. Ich weiß nicht. Es scheint aber besser geworden zu sein. Ja, sieht so aus. Jetzt kommen die natürlich von da oben auch an. Mäh. Aber das läuft ja doch ganz okay. Können wir hier vielleicht noch was machen? Ja, können wir. Die Straße breiter. Das dann natürlich auch hierfür. Oder auch eher nicht. Oh, das geht gar nicht. Das ist doof. Naja. Geradeaus rechts, links rechts. Geradeaus links, das wollen wir nicht. Hier links rechts. Genau, geradeaus rechts. Das ist auch nicht schön. Und jetzt warten hier, weil hier ein Auto irgendwas machen muss. So. Ja, hier dann natürlich auch. Das passt. Das passt auch. Schön. Ja, hier wird die Straße auch noch eng sein. Ja. Ach, wenn ich schon dabei bin, komplett durch. Das ist richtig so. Das irgendwie nicht. Hier gibt es gar kein rechts, also
hier eigentlich nicht drauf. Moment mal. Alles erlaubt, alles verboten, außer die wichtigen. Aber hier fährt ja gerade sowieso keiner. Oh, Müll soll aber bleiben. So. Das nur so. Und dann wieder schauen. Ja, die wollen jetzt natürlich hier durch. Das ist richtig so. Das hier ist auch besser geworden. Was haben wir hier für eine Kreuzung? Das sind jetzt die, die da oben hochfahren. Also von hier kommen, dann hier. Die fahren hier direkt dahin. Oh, okay, das habe ich auch nicht so gesehen. Aber hierhin, ja. Ja, das muss auf jeden Fall breiter sein hier. Links, rechts. Das ist auch richtig, denke ich. Das ist nicht richtig. Das passt, das passt. Obwohl die Straße etwas schmal ist. Aber mal sehen. Orientierung verloren. Hier. Oh. Geht das hier nicht breit? Das ist schon breit. Ja, diese vielen Fußgängerübergänge werden das Problem sein. Also der Grund dafür, dass es hier rot ist. Oh, das ist auch wieder so super eng. Oh, da kann aber was ändern. Nämlich nur geradeaus, weil sie dürfen gar nicht nach links, theoretisch. Und die ja auch nicht. Nein, nicht das, das hier. Nein, halt. Nur geradeaus. Ja. Okay, die stauen sich, weil hier nur eine Spur ist. Jetzt haben wir für links und rechts. Das macht's wieder besser. Nein, andersrum. So. Und dann hier wahrscheinlich auch wieder breiter machen. Das lassen wir so. Die wollen alle da lang. Hier möchte kaum einer rein. Aber ich mache trotzdem die Straße größer. Wer weiß, was noch passiert. Eventuell Einkaufszentrum der Mäßigung, okay. Ändere ich hier was oder nicht? Die fahren alle links und die wollen also durch. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier die Straße vergrößere? Hm. 3 plus 1. Vielleicht reicht das ja. Gucken, was passiert.
Und ich will dann ja schon, dass sie sich hier ein bisschen besser verteilen. Los, ihr habt hier noch eine Spur. Kriegt ihr das hin? Dann hier genauso. Es möchte keiner. Ah, doch, 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 doch. Jetzt fangen sie an. Aber dann nutzen wir auch beide diese Spuren von hier. Auch wenn von da jemand kommen kann. Also so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe, läuft es da aber nicht. Irgendwie mag ich die Kreuzung hier. Müsst ihr euch jetzt daran gewöhnen, dass ihr hier noch irgendwie die Spur wechseln könnt? Oder was ist los? Ein Fahrzeug hat es geschafft. Oder zwei. Was macht ihr denn wieder? Okay, Polizei fährt da durch. Die wollen sich irgendwie hier einreihen. Da schafft es einer. Vielleicht müssen wir einmal hier diese ganzen Fahrzeuge abarbeiten. Bis die gemerkt haben, dass man da fahren darf. Naja, ich schaue mir das mal in der nächsten Episode wieder an. Wenn euch die heutige gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie es hier weitergeht, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.